Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Vulcan und ich sehe schon wieder Bossgegner. Oh Gott, und dann auch gleich wieder zwei. Meine Freude geht ins Unermessliche. Komm, Jungs, lass den Scheiß. Stehst du dreimal auf oder was ist mit dir? Nein, sieht nicht so aus. Also ein Bossgegner ist weg. Das ist okay. Wo ist denn der zweite? Sack. Ach, das war er schon noch. Das war der... Ach, war ja klar. Das sind auch schon wieder so Anspringeviecher, wie ich es hasse. So. Ja, heute habe ich mir, wie gesagt, gedacht, nimmst du mal ein bisschen auf. Nimmst du mal ein bisschen Wulzen auf. Grimdorm werde ich vor morgen aufnehmen, heute wohl nicht. Ich gestehe, ich bin gerade am Binge-Watchen Serien, weil Haus des Geldes, die dritte Staffel, und ich habe jetzt die ersten paar Folgen gesehen. Und die haben mir wirklich gut gefallen. Und möchte ich eigentlich gleich gerne weiterschauen. Hier ist zwar warm, aber irgendwie sieht es so nach Gewitter aus. Und von daher kann man das ruhig mal machen. Ach du Scheißvieh, ne? Kannst dich mal verziehen. Ach, hau ab. So. Just be careful. Ach, du ahnst es nicht. Komm. Du stehst nicht wieder auf. Damit das mal klar ist. Was lässt er fallen? Jetzt nichts Besonderes. Gehen wir einfach mal. Ist klar. Also. Hyperwürfel. Träne von hast du nicht gesehen? Ja, zum Weinen ist mir auch gerade. Dass hier auch nirgendwo ein Portal ist, dass man sich mal greifen kann, damit man, falls man stirbt, hier auch wieder anfangen kann. Hau ab! Haut ab! Ach, hier, springt an, hüpfen, ja, ich hasse es. Oh, weg da! Weg da! Was ist denn hier schon wieder los? Das kann es echt nicht sein, oder? Oh Mann. Du hinter mir kannst dich auch mal verpieseln. Meine Güte nochmal. Das ist echt hart geworden. Grüße geht auch an den Magic raus. Vielleicht hätte ich doch einen Nahkämpfer nutzen sollen. Aber ich finde, der läuft trotzdem recht gut, auch wenn das gerade schwerer geworden ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich einfacher geworden wäre, wenn ich hier jetzt mit einem Nahkämpfer unterwegs wäre. Das glaube ich irgendwie nicht. Ach, du ahnst es nicht. So, Meister hier. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Haut ab. So, wo ist der Arsch? Ah, der ist wohl zerlegt. Finde ich in Ordnung. Kann er mir zumindest nicht wieder tausende von... Ach, nicht tausende von Viechern, womit wir beim Thema wären.
den Hyperwürfel nehmen oder Hyperwürfel oder wie auch immer. Die Eisenkappe auch. Eine legendäre Pistole wäre vielleicht nice oder so, aber dafür muss man wahrscheinlich wieder grinden, bis der Arzt kommt. Ich hatte ja in den anderen Dingern auch immer mal oder auch mal immer zwischen, ach du nur wieder hier mit ansprengen. Ist nicht. Ich hatte ja in den anderen Alphas davor, wo es ja wirklich nur levelmäßig was zu tun gab, also man konnte die Levels erkunden und was, ach hier. Haut ab. Haut ab. Ich stehe nicht auf euch. Vor allen Dingen, dass ihr euch hin und her porten könnt, finde ich echt kacke. So, Arschloch. Vom Char-Level bin ich auch schon fast Max. Ich weiß nicht, wie lange diese Alpha oder Beta oder was immer das jetzt ist. Keine Ahnung, ich habe da mittlerweile echt keine Möglichkeit mehr, das zu unterscheiden. Das Inhaltsupdate 1 halt. Hau ab. So. Bossschutz gehärtet. Na, mal gucken. Ich pese übrigens auch so völlig sinn- und planlos durch die Gegend. Ach, du ahnst es nicht. Könnte ich da mal weg? Vorsicht, hier geht das eigentlich, auch wenn es trotzdem noch hartes Brot ist zum Teil. Aber da muss man echt ziemlich konzentriert sein, um da nicht an jeder Ecke aufgrund allein der Gegner Massen, die ihn ja teilweise noch umzingeln. Und nein, es gibt keinen Skill mehr, dass ich mich wegrollen kann durch die Leute hindurch. Den gab es mal. Hallo Jungs. Bin mir sehr sicher, dass es so einen Skill gab. Bei meinem ersten Pistolenbild habe ich den nämlich gehabt. Da war dann nämlich so, wenn die Gegner um einen drumherum standen, hat er das ganz stumpf ignoriert. Was ich persönlich sehr nett fand. Hier ist Ende im Gelände. Ah. Habe ich gerade was von Ende im Gelände gesagt? Hau ab, erst einfrieren und dann aufs Maul geben, ne? Das sind mir die richtigen. Er lebt ja immer noch. Alter. So. Ach nee. Zu früh gefreut. Ich sollte mal einen Heldstrank nehmen. Wäre, glaube ich, sinnvoll. So. Ist hier noch irgendwas? Kistchen oder so? Ach, hau ab. Aber wo einer von dir, da ist ein Kistchen, wusste ich es doch. Meisterwerk, da liegt aber jetzt auch nichts dabei, was mich jetzt wirklich zu Jubelstürmen irgendwo bringt. Okay. Dann können wir jetzt wohl irgendwie da oben hin, wo auch der rote Totenkopf uns entgegenschaut. Also ein Bossgegner ist. Da ist doch... Hau ab. Alter. Wieder echt viele rot, viele Horden hier. Der muss weg. Hau ab. Weg, 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 weg. Ich komme nicht weg. Das ist das Problem. Wenn du da mittendrin hängst, hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Ja, das war's gleich wieder. Ich höre gleich auf, ehrlich. Ich komme da nicht weg. Ich weiß zwar nicht, was ich... Weg, 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 weg. Ja, ich habe gesagt, das war es gleich wieder. Ja, was soll ich sagen? Zum letzten Checkpoint. Das Spiel kennen wir ja. Und der letzte Checkpoint ist laut dem Spiel hier. Und da breche ich echt ab. Leute, das kann einfach nicht angehen. Ich bin da echt angefressen.
Da muss man immer kilometerweit denselben Scheiß nochmal machen. Und das finde ich echt nicht okay. 13% auf Gesamtwert des Giftwiderstandes. Ja, Gift ist mir gerade mal vollkommen egal. 10% Wut pro Treffer. Nee. Sollte ich vielleicht mehr auf Widerstände gehen? Ich habe keine Ahnung, Leute, echt nicht. Stab interessiert mich nicht. Ich brauche Kohle, um eine neue Kiste zu kaufen. 20 Gesundheit, magischer Schild. Nee, wir lassen das mal auf Widerstände. Wieder ein Stab, ein Steger interessiert mich auch nicht. 37 Gesundheit, 9 Gesundheit. Ja, der ist auf jeden Fall besser als der, den wir gerade tragen. 34, 8. 37, 9. Warum hat er das jetzt gemacht? Man weiß es nicht. Lalala. 109 Gesundheit. Ja, 36 nur magischer Schild. Ich probiere es trotzdem mal. Und was haben wir hier denn? Defensiv. Nehmen wir nochmal Gesundheit mit rein. Da kann ich gar nichts mit reinnehmen. Nö, nicht wirklich. Sah so aus im ersten Step. Nee. Nee. Eh nicht. Super, 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 bla, nein, nein, Gesundheit, 12 Widerstand, ich mach das mal, 18 Gesundheit, 149 magische, die behalte ich mal, so. So, kann ich denn hier was machen? Da geht nichts mehr. Da geht auch nichts. Da kann ich was machen. So, das sollte ich sowieso mal häufiger benutzen. Okay. Ich werde es jetzt nochmal versuchen. Ich finde es so zum Kotzen, ehrlich Leute. Ich finde es so zum Kotzen, dass ich ja jedes Mal... Wenn man dann einmal umzingelt ist, dann... Und kommst da nicht weg, dann... Ja, hast du ja auch nicht ewig Zeit zu warten, dass sie sich verpissen. Und dann stehst du da, kannst sie zwar wiederbeleben, aber kommst halt nicht wieder weg. Funktioniert nicht. Ach ja, ist ja gut. So. Was war das jetzt? Meisterwerk. Offensichtlich jedenfalls nicht mitten reinstellen. Das ist grundsätzlich doof. Eine gewisse Distanz fahren. Ich muss es anders probieren. Lass den Scheiß doch einfach mal. Mhm. Ach, da ist auch noch was drin, ne? Aber erstmal kümmern wir uns um die Burschen hier. Okay. Wo ist der Arsch? Da ist er. Der Boss ist aber immer noch da. Hau ab.
Sehe zu, dass du stirbst. So. Okay, haben wir hier noch. Ne, da ist noch einer. Wegen einen mache ich mir jetzt aber nicht in die Hose. Lalala. Lalala. Tschüss. So. Dann geht es weiter. Man merkt es vielleicht, aber ich bin gerade dabei, meine Spielweise anzupassen. Nicht mehr in die Vollen gehen. Das wird hier relativ schnell bestraft. Eine Sache, die ich mir nicht antun muss. Möglich aus der Entfernung alles wegmachen. Ach ja, aus der Entfernung, sagte ich. Hier nehmen. So, das waren die. Oh Mann. Also ich muss echt sagen, die Steuerung finde ich manchmal ein bisschen daneben. Könnt ihr gerne mal, falls ihr es selber spielt, eure persönliche Meinung drunter schreiben. Also manchmal fällt mir echt ein bisschen schwer, da auch dann ruhig zu bleiben, weil er teilweise dann auch Dinge tut, die ich dann nicht will oder wollte. Ob das eigene Dusseligkeit ist, kann natürlich auch sein. Das will ich gar nicht bestreiten. Und ich sehe schon wieder, 18 Minuten ist die Folge schon wieder lang. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und sage bis zum nächsten Mal bei Wolfsim Lord of Mayhem. Tschüss.